Ich habe ja früher mit dem Jürgen zusammen gespielt dahinter in der Auswahl und ja, das ist immer so, sage ich, die guten Spieler, die müssen einmal über Hindernisse drüber gehen. Und ich habe viele Hindernisse gehabt und wir haben alle viele Hindernisse gehabt und wenn du da viele Hindernisse gehst, dann entwickelst du dich. Natürlich brauchst du eine gewisse fußballerische Qualität, aber Entwicklung findet bei mir statt, absolut im Kopf. Es gibt für mich so, ja, das habe ich selber erfunden, weil ich auch ein bisschen fußbefrucht bin, es gibt so Chips. Die jungen Spieler sagen, viele Trainer dürfen keine Chips essen. Ja? Ich sage immer, Chips ist das Wichtigste im Fußball. Das heißt Charakter, Herz, Intelligenz, also Spielintelligenz, privates Umfeld und Selbstmotivation. Und das habe ich gehört. Privates Umfeld nicht ganz, aber da haben wir durchgekämpft und es war immer ein Kampf und ja, es hat gepasst und bin viel von Station zu Station gegangen. Früher hat man nicht so alle Manager gehabt, auf die man sich verlassen können. Heute ist es anders, heute gibt es einen Karriereplan. Früher hat man ihn gehauen in zwei Jahren und da stimmt es ein Behaupter. Und entweder überlebst oder du bist weg. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Wenn ich mir Valentino Müller anschaue, Johannes Tartarotti, die Jungs werden begleitet, bei mir war es anders. Vielleicht die alten Hasen wissen das, RK Lataf und so weiter, Enes Kavcic. Früher war entweder du oder ich. Und heute ist ein bisschen was anderes da, ist andere Fußballvermittlung. Aber es war nicht so einfach früher und ja, haben halt durchbissen müssen. Erste Station war Wiener Sportclub bei mir. Da habe ich dann nach dem dritten Mal das Liebling vergessen. Also ein Watscher kriegt, das vergesse ich nicht mehr.